noch die Felder. Ein paar Häuser. Mehr war da jetzt nicht. Ich muss sagen, wow, nobel geht die Welt zugrunde. Was? Sehr ruhig gelegen. Aber nur wird's anders. Zweckmäßig und auch irgendwie auch interessant. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht so viel nackte Haut. Guten Morgen, ich bin wieder unterwegs auf dem westlichen Backsteinrundweg und stehe heute hier in Neubuko. Ja, und warum stehe ich hier? Ich habe ja noch die Runde von ungefähr 200 Kilometer, die mir noch fehlt, zwischen Wismar und Rostock. Und da werde ich heute jetzt in diesen Wochenende das Abfahren, werde ich wieder in zwei Teile aufteilen. Und zwar stehe ich hier heute so ziemlich in der Mitte, denn es ist so ein kleines Oval, wo das hier ziemlich eng zusammen ist. Das sind nur 5-6 Kilometer nordwestlich von hier. Da kann ich also schnell wieder hier hinfahren. So kann ich zwei Runden schön daraus machen. Also heute werde ich meine 120 Kilometer Runde machen von hier Neubuko Richtung Bad Doberan, Rostock, dann hoch zur Ostseeküste. Denn noch nicht ganz auf dem Ostseeküstenradweg entlang, Kühlungsborn. Rerik kommt dann noch und dann kommt man wieder hierher. Dann sind das 120 Kilometer, Höhenmeter ist völlig egal, das wird gar nicht so viel sein. Aber mal sehen, was heute wieder für Highlights kommen. Denn ich fand letztes Mal die beiden Runden richtig toll. Deswegen, ich konnte es nicht abwarten. Ich musste wissen, wie es weitergeht. Also bin ich schon wieder am nächsten Wochenende losgefahren. Wieder heute Samstag und morgen Sonntag. Heute am Samstag soll richtig tolles Wetter werden. Kaum Wind, Sonne ist da. Ja, aber morgen auf den Sonntag, da sieht es schon wieder sehr grau aus und Regen ist auch wieder möglich. Aber trotzdem freue ich mich drauf. Es wird bestimmt viele schöne Highlights geben. Ja, also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Zehn Kilometer sind rum, ich bin hier jetzt in Gersdorf. Kleines Nest bloß, aber ich muss sagen, hier hat man jetzt wieder einen weiten Blick. Etwas ging es hoch, schon hat man so eine Aussicht. Echt klasse, war jetzt eigentlich keine Highlights durch die Felder. Ein paar Häuser, mehr war da jetzt nicht. Aber trotzdem schön, also wenn man sowas wieder sieht, man kann hier echt weit blicken. So, und das nächste, ja, der nächstgrößere Ort ist Kröppelin, nur noch ein paar Kilometer. Das ist dann ja, der erste große Ort nach Neubuko, der jetzt auf diese Runde kommt.
Kilometer 15. Herzlich willkommen in Kröppelin. Ich muss sagen, sehr angenehm überrascht, wieder sehr schön hier, was ich bisher hier so gesehen habe. Ich habe jetzt auch nicht den ganzen Weg so richtig verfolgt, denn es führt auch gar nicht hier an der Kirche vorbei, sondern vorher schon in eine andere Richtung. Aber das musste ich mir hier mal angucken. Also ja, der erste Eindruck hier so von Kröppelin, richtig, richtig schnuckelig, richtig toll. Dann bin ich aber gespannt, was die nächsten Orte so bringen. Ja, und jetzt ist der nächste größere Ort, Bad Doberan. Bisschen Ostsee ist zu sehen. Ah, schöner Blick hier. Nach 25 Kilometern sehe ich zum ersten Mal jetzt auch schon wieder Rostock. Ganz hinten ist der Kran, glaube ich, von der Werft zu sehen. Schöne Blicke hier. Ja, man ist hier so ein bisschen oben. Und warum? Ja, hier ist der Heunenrücken, die Kühlung. An der Nordende, am Nordende ist der berühmte Ort Kühlungsborn. Da konnte ich auch gerade mal zur Ostsee kurz hingucken. Es geht auch etwas hoch und runter. Ja, und dafür hat man dann wieder gleich Aussichten. Irgendwo hinter den Bäumen, da versteckt sich Bad Doberan bis Rostock. Da sind es noch einige Kilometer. Ja, hier bei der kleinen Bank hier überdacht. Ja, da gibt es ganz viele hier auf dem Weg. Das habe ich heute schon ganz schön viele gesehen. Also richtig klasse. Okay, im windigen Norden wird das nicht so viel bringen hier. Aber trotzdem klasse gemacht. Also das muss ich sagen. So alle, spätestens alle 2 Kilometer steht sowas hier. Also ich finde das echt gut. Ja, mal sehen, was jetzt gleich die nächsten Kilometer bringen, sonst bin ich gleich in Bad Doberan. Kilometer 30 und ich bin in Bad Doberan. Richtig toll, also ich muss sagen, wow, nobel geht die Welt zugrunde, was ich jetzt schon gesehen habe. Die Straße, was da für Gebäude dran stehen, richtig tipptopp. Und auch hier der Dom, wunderschön, gut anzusehen. Ja, Thema Backstein hier wieder, richtig deutlich. Aber ich muss sagen, gefällt mir sehr hier, also die ganze Gegend überhaupt. Ich muss sagen, bin sehr, sehr angenehm überrascht. Oh, man informiert sich ja vorher, aber trotzdem
man erwartet das dann irgendwie doch nicht. Und dann ist man jetzt hier und man ist nur ein Staunwald, wie das alles aussieht. Echt klasse, richtig toll. Boah, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Bad Doberan kannte ich noch nicht. Rostock, da bin ich schon seit 20 Jahren nicht mehr gewesen. Hat sich bestimmt auch wieder einiges geändert. Das ist das nächste große Ziel, aber das ist noch, wie gesagt, noch einige Kilometer. Da bin ich jetzt schon wieder weg vom Bad Doberan. Es ging eigentlich jetzt immer ziemlich ländlich zu, aber man sieht schon, Rostock kommt näher, es ist gleich da. Gleich komme ich in städtisches Gebiet, auch schon ein paar Vororte denn von Rostock. Aber es sind immer noch einige Kilometer bis ins Zentrum, aber das weite Land hier, das ist vorbei. Erstmal zumindest. Naja, aber ich glaube, das Zentrum, das ist auch noch ein tolles Ziel jetzt hier jetzt zu erreichen. Ich weiß nicht wie weit, 7-8 Kilometer bis direkt ins Zentrum. Ja, das muss ich jetzt, da muss ich jetzt durch. Aber gerade eben die ganze Strecke fast nur auf landwirtschaftlichen Wegen, also sehr ruhig gelegen. Aber nur wird's anders. Willkommen in Rostock. Ich muss sagen, das hat sich ja verändert hier. Ja, ich habe nochmal nachgedacht, das müssen 25, 26 Jahre her sein, wo ich mal hier war. Ja, so lange ist das schon hier. Deswegen kennt man das auch noch ein bisschen anders. Aber jetzt alles tipptopp, super modern. Das Alte ist alles renoviert worden. Ist auch eine lange Zeit natürlich. Aber richtig klasse die Stadt. Ich bin nicht ganz richtig reingefahren. Aber von der letzten Ansage bis hierhin, das sind über 10 Kilometer gewesen. Aber trotzdem war das eine schöne Strecke irgendwie. War sehr interessant, so in der Großstadt mit der Hauptstraße so reinzufahren. Verkehr ging ja noch heute auf dem Samstag. Aber ich muss sagen, so wie hier, die Petrikirche hier, richtig toll. Also richtig
gut zum Thema Backstein. Auch andere Häuser sind hier, die richtig aus Backstein, noch richtig alt. Also richtig viel zu sehen, muss ich sagen. Richtig klasse Stadt. Und ist, glaube ich, schon mal einen ganzen Tag als Reise wert, um sich mal alles anzuschauen. Deswegen, ich werde bestimmt noch mal hier durchkommen. Aber jetzt ist gleich die Route, wieder ein Stück an Hafen. Mal sehen, ob ich da jetzt mal eine Pause kriege. Jetzt Punkt 12 oder kurz nach 12 Mittagszeit. Mal sehen, ob ich da noch ein Plätzchen kriege, wo ich noch ein bisschen an den Hafen gucken kann. Ja, Rostock hat sich gemausert, sieht echt toll aus. Und eine schöne Pause gehabt und dann mit lecker Fischbrötchen. Die 5 Euro waren super investiert in ein Lachsbrötchen. Boah, lecker. Und hier wird sehr viel direkt vom Schiff, vom Boot verkauft. So eine kleine Art Restaurant direkt am Kai. Echt richtig toll gemacht. Richtig gemütlich hier. Aber jetzt geht's weiter. Erstmal noch so ein bisschen am Hafen und dann. Ja, mehr wieder durch Stadtgebiet, das dauert wieder ein ganzes Stück und dann komme ich ans Meer wieder, oben bei Warnemünde. Also, auf geht's, frisch gestärkt. Ich bin schon wieder sage und schreibe 9 Kilometer unterwegs. Die meiste davon durch Stadt, aber jetzt fahre ich mal durch so einen Park. Abwechslungsreich war es jetzt gerade natürlich nicht, aber zweckmäßig und auch irgendwie auch interessant. Und das Meer ist ja immer noch weit weg. Das sind immer noch etliche Kilometer. Wird aber bald mal Zeit. Ich hätte jetzt mal Lust auf Meerblick. Ja, das ist jetzt mal Kontrastprogramm. Die Ostsee
wunderbar im strahlenden Sonnenschein gerade die ganze Zeit durch die Stadt gefahren. War auch nicht schlecht, aber das hier, das ist wieder der Wahnsinn. Es ist schon so lange her, dass ich mal hier stand. Mit dem Fahrrad bin ich auch mal den Ostseeküstenradweg, das muss aber schon 17, 18 Jahre her sein. Das ist immer wieder klasse. Ich glaube auch, wenn man morgen hier wieder wäre, wäre es auch wieder toll. Echt Wahnsinn. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht so viel nackte Haut drauf kriegt. Und auch viele FKK. Mache ich nicht. Ich mache jetzt erstmal wieder eine Pause. Ich muss das jetzt hier genießen. Und dann geht es erstmal weiter Richtung Heiligendamm, Kühlungsborn. Nicht ganz hundertprozentig auf den Ostseekostenradweg geht es weiter. Ich bin noch nicht weit gekommen, bin jetzt gerade durch diesen Küstenwald gefahren, man sieht das mir eigentlich nicht, also schnell mal eine Lücke genutzt. Und hier ist es einsam, sehr einsam, hier kann man es wieder genießen. Aber auf dem Radweg, da ist echt die Hölle los. Egal, aber da hinten, ganz da hinten, Heiligendamm, Kühlungsborn, sind noch ein paar Kilometer. Beim Ostseebad Nienhagen muss man leider die Küste verlassen. Wegen Abbrüche ist der Radweg dort gesperrt. Da muss man hier im Landesinneren an der Straße leider fahren. Naja, ist halt so. Umleitung bewältigt, ja, Heiligendamm ist jetzt ganz schön nah, Kühlungsborn auch schon immer größer. Boah, ist das ein tolles Wetter jetzt. Wow,
haben sie gar nicht angesagt. Es sollte eigentlich weniger Sonne sein, in der ziemlich wolkig, aber da will ich jetzt nicht mehr gern. Das macht richtig Spaß. Ist zwar voll hier überall, aber hier ist natürlich gerade richtig schön Ruhe, deswegen stehe ich auch hier wieder. Oh, echt klasse. Was für ein, ja, muss sagen, geiler Tag. Ich muss es sagen, richtig toll. Oh, jetzt geht es wieder weiter daran. Da längs. Einfach wunderbar heute. Erreicht Kühlungsborn, der nächste Touristen-Hotspot. Ja, ich bin ja auch eine. Ist ja auch wunderbar. Ja, hier ist richtig was los. Ja, in dieser Gegend ist ja klar, es sind noch ein bisschen Ferien. Bis zu 99% ausgebucht. Also man kriegt nur mit ganz viel Glück noch was. Selbst Campingplätze, alles proppevoll. Ja, ist ja auch sehr toll hier. Deswegen bin ich ja auch hier. So, dann werde ich da mal gleich mal durchfahren. Mal sehen, wie es dahinter wird, Richtung Rerik. Ich habe jetzt 93 Kilometer, 27 Kilometer noch vor mir. Das neigt sich schon wieder langsam dem Ende zu. Aber echt richtig toll. Ja, so ein Touristenort ist natürlich echt proppevoll. Man nervt auch ein bisschen, aber ein Vorteil hat es. Es gibt Eis. Ja, ich habe mir was gegönnt. Das musste sein. Es ist echt ein traumhafter Tag. Der musste noch mal ein Eis bei sein. Das war richtig herrlich. Tat richtig gut. Es ist zwar nicht so heiß, knapp über 20 Grad, aber ein Eis geht auch immer. Das musste sein. Ja, jetzt geht's weiter. Richtung Rerik. Und da oben ist auch der Leuchtturm zu sehen. Auf der Kühlung.
Ostseebad Rerik ist erreicht. Ja, natürlich ist ja auch die Hölle los bei so einem Wetter. Boah, über 100 Kilometer habe ich. Das ist echt eine tolle Strecke. Es ist ja doch alles auf dem Ostseeküstenradweg, so wie ich jetzt gesehen habe. Aber der Radweg ist immer ausgeschildert, der Aufkleber und das Schild ist immer mit dabei. Also nicht zu verfehlen. Ja, so langsam neigt sich der Tag dem Ende. Aber ich muss sagen, richtig schön. Es ist auch hier. Ja, es ist eigentlich überall schön. Aber ich habe was mehr bei mir zu Hause ja auch vor der Haustür. Aber hier ist es ja doch schon wieder anders. Es ist genau wie in den Bergen. In jeder Ecke. In den Alpen ist es anders. Genauso wie am Meer. Also das ist immer anders. Es ist komisch genug. Aber klasse ist das alles hier. Auf jeden Fall gut ausgebaut. Hat sich echt viel getan in den letzten Jahren. Naja, jetzt geht's langsam zurück. Noch ein Stück hier der Küste entlang. Ja, und dann biege ich auch schon bald ab nach Neubuco. Da ist es auch schon wieder bald vorbei. Nun bin ich hier im kleinen Ort Rako und hier steige ich nur aus der Runde und fahre zurück nach Neubuco. Da geht es nach Pipolo. Da ist der Radweg morgen wieder, aber ich fahre nach Neubuco da längs. Ja, also heute waren es über 120 Kilometer auf einer richtig, richtig tollen Strecke. Natürlich an der Ostseeküste ist immer sehr, sehr schön, aber in der zweiten Reihe Kröplin, Bad Doberan, Rostock, Riesen-Highlights, muss ich echt sagen. Ja, über 120 Kilometer sind es geworden, also ziemlich stark. Sehr sportlich heute wieder. Aber ich habe es wieder geschafft. Es ist noch keine 18 Uhr. Ja, und jetzt geht es da längs nach Neubuco. Werd übernachten und versuchen, morgen die letzte Runde zu machen. So um die über 90 Kilometer, 95 Kilometer. Ja, und dann mache ich die Runde wieder zuerst im Hinterland von Neubuco aus. Richtung Neukloster, Wismar, Hochinsel Pöhl vorbei und dann komme ich irgendwann mal wieder hier an. Und dann ist der Radweg auch schon zu Ende. Also heute kann ich echt sagen, richtig klasse, aber für ein Fazit ist es natürlich noch zu früh. Eine Runde kommt noch, ich hoffe sie ist morgen. Heute waren schöne Bilder, ich hoffe es hat euch denn gefallen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin! Tschüss.